Herr Kluppermann, auch an Sie die Frage. Thema der Aktuellen Stunde heute, gestellt von den Grünen, eine Vermögensbesteuerung. Die Regierung stellt sich klar gegen eine solche Initiative. Die SPÖ kann dem schon einiges abgewinnen. Jetzt erste Frage natürlich, warum wären Sie für eine Vermögensbesteuerung? In der Bundesregierung sieht die Haltung ja ein wenig anders aus. Und auch, was sagen Sie zur Diskussion heute? Ich denke, auch in der Bundesregierung sieht die Haltung ähnlich aus, nur der Ansatzpunkt ist ein bisschen anders. Bundeskanzler Faymann hat gestern klargestellt, dass er für eine Transaktionssteuer eintreten werde und dafür eine Steuerreformkommission eingesetzt wurde. Das ist mal ein wichtiger Schritt, dass es zu einer Gerechtigkeit im Steueraufkommen kommt. Derzeit ist es in Vorarlberg so, dass rund 30.000 Vorarlberger über 70% des Vermögens verfügen. Und ich denke, da ist es nichts wie gerecht, wenn man darüber diskutiert, dass auch diejenigen einen Beitrag zum System leisten. Und das System hat jetzt eine Schieflage. Das sehen wir alle so. Wir werden auch einen Antrag entsprechend einbringen und hoffen, dass dieser Antrag eine breite Mehrheit findet. Jetzt haben die Regierungsparteien gesagt, dass diese geplante Vermögenssteuer wieder die Falschen treffen würde. Sprich, die kleinen Grundbesitzer, die mit ihrem Einfamilienhaus oder mit ihrem Eigenheim das Großkapital würde so eine Maßnahme eher dazu nutzen, das Land zu verlassen bzw. andere Möglichkeiten zu finden, um das zu umgehen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Bundeskanzler Faymann hat auch das klargestellt gestern, dass es bei einer Transaktionssteuer nicht darum geht, dass Grund und Boden besteuert wird. Das hat er ausgeschlossen. Das schließen auch wir aus. Es geht darum, dass Aktiengewinne entsprechend versteuert werden. So wie wenn jemand auf einem Sparbuch für seine Zinsen Kapitalertragsteuer bezahlt, soll auch jemand, der zigtausende Euros bei Aktiengewinnen erzielt, diejenigen versteuern, und zwar die Gewinne versteuern. Das ist nur recht, denke ich.